Ja moin Leute, willkommen zurück auf meinem Kanal zu einem weiteren Apex Legends News Update. Ich habe heute ein Arsch voll Informationen für euch. Ich habe den Start des kommenden Events, das Anniversary Event. Ich habe sämtliche Legenden Skins, die zeige ich euch. Es gibt schon wieder neue Teaser Leaks. Es gibt die Gibby Edition, da habe ich die Bilder. Eine neue Waffe wurde gesichtet. Die Änderung von Kings Canyon möchte ich grob anreißen. Switch und andere Plattform Release. Switch Release ist jetzt offiziell, wann der ist. Es sind andere Plattformen in Planung. Event Start hatte ich schon erzählt. Skins, es gibt neue Teaser, Fahrzeuge sind wieder neue in Planung und so weiter. Es lohnt sich dran zu bleiben. Ich habe wirklich eine Menge Stuff für euch. Vorab möchte ich euch aber mal fragen, wie verlief für euch, also für alle, die zumindest die Chance schon hatten, Season 8 komplett runterzuladen und schon zu testen, wie verlief euer Start? Und ich muss meine persönliche Meinung gleich mal loswerden. Ich habe ja den Season Start auf Twitch gestreamt. Das war, by the way, mein erfolgreichster Twitch-Stream bis jetzt mit 501 Zuschauerspitze, zeitgleich über 300 Followern und so weiter. Also danke für alle, die mich da supportet haben und reingeschaltet haben. Ich für mich habe festgestellt, dass es der beste Season Start ist, seit es Apex Legends gibt. Die Season hat begonnen, keine Lags, keine Ruckler, keine Bugs, nix. Klar, die Step-Sounds sind immer noch nicht perfekt, aber ansonsten war das der perfekte Start, zumindest für mich. Ich habe unter einigen meiner Videos schon Kommentare gelesen, dass irgendwas nicht richtig läuft. Deswegen gebt mir mal ein Feedback, wie war euer Start und vor allen Dingen schreibt mal dazu, auf welcher Plattform. Wie gesagt, ich für mich auf der PlayStation hatte einen Bombenstart für alle, die zugeschaut haben. Nochmal einen kleinen Cut zwischendurch. Mir fällt gerade ein, wem es sicherlich aufgefallen ist. Es fehlt uns gänzlich das Watson-Rework. Da wurde uns ein Watson-Rework offiziell sogar angekündigt und auch Wraith mit ihrer Hitbox-Vergrößerung sollte aber zusätzlich zu ihrer taktischen Fähigkeit noch einen Buff bekommen. Die beiden Sachen sind eigentlich die größten Dinge, die mir gänzlich gestern in dem Update gefehlt haben. Und was ich noch dazu sagen wollte, bevor es gleich weiter mit den Infos geht, ich muss ganz ehrlich sagen, so nice die Änderungen sind, es ist aber mit Abstand die Season, wo am wenigsten passiert ist, wo ich sage, boah, das flasht mich jetzt so sehr, dass die Season 8 der geilste Scheiß ist. Das muss ich einfach mal sagen. Also von allen Seasons ist am wenigsten passiert, würde ich jetzt mal so behaupten. Also Legendenänderungen, Waffenänderungen ist alles jetzt nicht so krass erwähnenswert, dass ich sage, fühlt sich wie eine neue Season an. Bis auf die neue Legende, neue Waffe und Kings Canyon Veränderung, finde ich, ist einfach zu wenig passiert. Diese Meinung wollte ich persönlich für mich jetzt mal loswerden und jetzt geht's weiter. Ihr habt das sicherlich mitbekommen. Jetzt würde ich erstmal ganz kurz, ich zeige groß keine Bilder oder irgendwas von Fuse, da der neuen Waffe oder so, darum geht es heute nicht. Ich möchte nur mal ganz kurz anreißen, zieht euch mal ganz oben Kings Canyon rein, Crash Site. Ich möchte nur mal nebenbei bemerken, für alle, die das vielleicht nicht mitbekommen haben, das ist eine Map-Erweiterung. Der Kings Canyon wurde gerade ein wenig erweitert. Das ist nicht irgendein Spot, der verändert wurde, sondern es ist tatsächlich ein neuer Bereich, was mir gestern erstmal so nebenbei relativ spät erst aufgefallen ist. Dass es wie gesagt ein komplett neuer Spot ist. Natürlich darf man nicht vergessen, vor einiger Zeit wurde uns Skulltown genommen. Da fehlt Skulltown komplett, die Donnerkuppel und so weiter. Also Kings Canyon wurde dort erstmal verkleinert und ist jetzt aber ganz im Norden wieder um einiges erweitert worden. Und ich kann nur sagen, die Spots sind allesamt, die verändert wurden, mega, mega geil. Meine persönliche Meinung gerne auch von euch in den Kommentaren. Wir fangen jetzt mal mit dem, ich glaube, es ist der Switch Release. Hier wird offiziell bestätigt, der 9. März ist offizieller Switch-Release. Gehen wir gleich ein Bild weiter. Ab März 2021 bis März 2022 soll es, ich sag mal, in Phasen bestimmten Leuten vorbehalten sein, die mobile Version zocken zu können auf dem Handy, beziehungsweise bis März 22, wie es aussieht, ist die mobile Version dann komplett fertig. Alles andere, was wir vor März 22 haben, soll wohl eine Beta-Version sein, was sehr, sehr interessant ist. Und jetzt zieht euch mal noch diesen Post rein, der ist nämlich ebenfalls sehr interessant. EA sucht auf jeden Fall weiter nach Wegen, auf anderen Plattformen weltweit Apex Legends spielbar zu machen. Aber erst, das steht auch im letzten Satz, nachdem die Switch und die mobile Version draußen sind. Das finde ich sehr, sehr interessant. Mir würden jetzt so viele Plattformen gar nicht einfallen.
Wer da eine Ahnung hat, was es noch für Plattformen gibt, schreibt es gerne mal rein. Ich habe gerade absolut keine Ahnung. Eine Gameboy-Version wird es definitiv nicht werden. So, was haben wir hier? Das ist eigentlich inhaltlich dasselbe gewesen. Was haben wir hier? Hier gibt es einen neuen Post. Die meisten Informationen übrigens von Twitter, von der offiziellen Apex Legends News-Seite. Respawn sucht tatsächlich nach Wegen, neue Fahrzeuge auf allen Maps ins Spiel zu bringen. Das soll nicht sofort passieren. Es ist auf jeden Fall eine Überlegung und ich bin sehr gespannt, was haltet ihr von Fahrzeugen? Ich bin ja ganz ehrlich, ich bin kein Fan von Fahrzeugen in Apex Legends. Ich nutze auch auf Olympus das Ding überhaupt nicht, weil ich das überhaupt nicht mag, das Teil, weil es einfach viel zu laut ist. So, dann gibt es kurioserweise jetzt schon in den Gamefiles, seitdem das Update gestern rauskam, Teaser-Daten. Es soll der erste Teaser am 23.02. starten, dann am 25., 27. Februar und der letzte Teaser ist am 1. März. Das sind wieder vier Phasen. Das kennen wir schon von vielen anderen Seasons. Die waren aber meistens immer am Ende einer Season. Deswegen, es steht hier nirgendwo geschrieben, was dieser Teaser bedeuten könnte, was das beinhalten könnte. Lassen wir uns mal überraschen. Auf jeden Fall ist das dann die Zeit, wenn ja, die Kings Canyon Testphase vorbei ist. Also muss es nicht unbedingt sein, dass die Teaser auf dem Kings Canyon sind, weil wir jetzt zwei Wochen nur Kings Canyon zocken können. Das nächste ist eine neue gesichtete Waffe. Ich dachte erst, das ist vielleicht ein Spitfire Skin, aber das macht ja überhaupt keinen Sinn. In diesem Holster hier, in so einem kleinen Bunker, diese neuen Bunker, die wir auf dem Kings Canyon haben, wer noch nicht weiß, wie man die öffnet, du kannst da rangehen, wenn du eine Granate im Inventar hast, stopft er das in diesen komischen Kontrollpunkt und dann explodiert die Tür und dann kannst du da reingehen. Und in dem Deathstream, der gestern oder vorgestern veröffentlicht wurde, wurde diese neue Waffe gesichtet. Allem Anschein nach soll es eine Energiewaffe sein und ich würde mal vom Schaden her so ein bisschen wie die Spitfire ausgehen. Die Größe, die Optik, dachte ich erst, Mensch, das könnte doch eine Spitfire sein, so ungefähr. Es ist definitiv aber nicht die Spitfire und aller Voraussicht nach eine Energy-Waffe. Finde ich sehr, sehr interessant. Dann haben wir hier einen Horizon-Skin. Das soll für ein Event sein. Ob das jetzt das Event ist, was jetzt morgen startet, so viel kann ich schon mal sagen, am 4. Februar, ich denke um 19 Uhr, vielleicht ein bisschen eher, startet das Event. Wie gesagt, ich habe aber sämtliche Skins der Legenden für euch, leider keine Waffenskins. Die Skins sind allesamt echt sehr, sehr interessant. Ich bin auf jeden Fall auf eure Meinung gespannt, aber wie gesagt, der Horizon-Skin, ich weiß nicht, ob der zu diesem Event gehört oder ob das ein späteres Event ist. Wie in jeder anderen Season hatten wir ja auch bei Fuse, haben wir auch bei Fuse oder auch bei Horizon zum Start der neuen Season haben wir so ein, ich sag mal so ein Release-Pack. Ich glaube, das kostet 5 Euro oder so. Kann man sich im PlayStation Store zum Beispiel für 5 Euro, glaube ich, war es, kaufen. Da hast du diesen Skin. Dann hast du hier noch einen Waffenskin. Und ach ja, das ist dieser Charm. Alles klar. Also wie gesagt, ich glaube, 5 Euro kostet das. Auch sehr interessant. Als nächstes haben wir nochmal neue Game-Files zum No-Fill. Also die No-Fill-Option. Das heißt, wenn du startest, das hat man ursprünglich als No-Fill das erste Mal gesichtet worden. Dachte man ursprünglich, das ist ein Zeichen für den Solo-Modus. Nee, so soll es nicht sein, aber die No-Fill-Option soll kommen. Das bedeutet aber, du startest ganz normale eine Runde und kannst für dich aber selber einstellen, ob du alleine starten willst oder ob du mit Randoms startest oder eben mit Teammates und so weiter. Also im Zweifel startest du komplett alleine, weil du das so möchtest. Und muss dann aber gegen 2er oder 3er Squads fighten. So soll die Option sein. Wann das aber kommt, ist noch nicht bekannt. Moment, ich kann ja mal gucken, sind ja noch weitere Optionen. Fill empty slots in your squad with random players. Das ist, wenn du es anhast wahrscheinlich. Also aushast so rum. Cannot change while matchmaking is active. Okay. Kannst du also nicht aktivieren, sobald das Matchmaking schon läuft. Cannot fill squad with your current party size. Can only modify when party leader. Okay, du kannst die No-Fill-Option quasi nur einstellen, wenn du Party Leader bist. Was bringt dir das aber, wenn du nicht auffüllen willst? Ach so, das bedeutet wahrscheinlich, wenn du vielleicht in einem Dreier-Squad zu zweit startest und einfach kein Random dabei haben willst. So interpretiere ich das jetzt. Weiß das jemand vielleicht besser oder interpretiert das alles ein bisschen anders? Gerne in die Kommentare. Und ich könnte mir vorstellen, dass eine Menge Kommentare zusammenkommen. Ich habe heute Apex Legends gestartet und diese Badge dürfte jeder von euch, wenn ihr das erste Mal wieder startet, diese Badge dazu bekommen. Das ist die Black Lives Matter Badge.
muss ich, glaube ich, nicht viel zu sagen. Sie sieht optisch auf jeden Fall sehr, sehr genial aus. Finde ich auch ein cooles Zeichen an die aktuelle Lage, die hier so herrscht. Dann haben wir eine Menge Bündel. Es könnte tatsächlich sein, das steht aber noch nicht fest, dass das zum morgigen Event Bündel sein werden, die wir bekommen. Das sind auf jeden Fall eine ganze Menge. Ich lese mal vor. Mirage Charakterbündel, Lifeline Charakterbündel, Event Bündels kommen, Fight Night Event Bündel, Bloodhound Event, Lifeline Event und Loba Event Bündel. Dann kommt drunter als letzter Punkt Fuse Launch Bündel Name. Das ist das Bündel, was ich euch gerade gezeigt habe von Fuse. Gehe ich mal fest von aus. Und drunter kommen nochmal Event Bündel Names Pure Fire Bündel, Blood Moon Bündel, Mecha Over Matter Bündel, Hunt and Run Bündel und hier dahinter steht zum Beispiel noch bei dem Pure Fire Bündel, Pure Fire 7 Pack Bündel, Blood Moon hat 3 Packs und bei dem anderen steht nicht viel mehr. So, was haben wir noch? Also wie gesagt, das ist eine ganze Menge. Ach, na eben, das erste Town Takeover Event, was uns erwartet. Wann genau? Schauen wir mal Teasers. Ah, the first Teasers are... Okay, sorry, ich ruder nochmal zurück. Ich habe zwar jetzt keine Ahnung, welches Fakt dieser vielen Bilder uns den Teaser gezeigt hat. Hier haben wir es doch. Okay, jetzt wissen wir Bescheid. Diese Teaser teasern nichts anderes an als das Caustic Town Takeover Event. Aktuell zwar noch nicht bekannt, auf welcher Map das passieren wird. Ich gehe fest von... Kings Canyon, wird es Kings Canyon? Da wurde jetzt so viel gemacht, kommt da schon Town Takeover? Ich gehe davon aus, dass es Kings Canyon sein wird. Eure Meinung? Das Ding ist, wir wissen ja immer noch nicht, wie es in Season 8 ist. Wenn nach den 14 Tagen Kings Canyon weg ist, wissen wir ja noch nicht, ob alle drei Maps in die Rotation wieder reinkommen. Ich gehe aber fest davon aus, dass World's Edge erstmal aus der Rotation die ganze 8. Season rausfliegt und nur Olympus und Kings Canyon spielbar sind. Ist nur eine Vermutung von mir, das möchte ich by the way nochmal bemerken. Dann gibt es die ersten Bilder oder alle Bilder zum Gibraltar Pack. Und ich zeige es immer wieder gerne in die Kamera. Ihr erinnert euch, es gab ja mal diese als richtige CD-Version. Lifeline, Bloodhound, Pathfinder, Octane. Wen haben wir noch? Irgendeinen habe ich vergessen. Ich weiß jetzt nicht wer. Und als nächstes Bündel kommt oder als nächste Sonderedition kommt der Gibraltar mit diesem Skin. Dazu kommt noch ein Devotion Skin. Und die Badge. Und dann gibt es wieder 2000 Apex Coins dazu. Und ich glaube, das sollte es schon gewesen sein. Oder noch ein Waffencharm. Genaueres weiß ich jetzt nicht so genau. So, los geht's mit dem Event. Wir fangen erstmal mit den Eventregeln an. Wie gesagt, das Event startet am 4. Februar. Uhrzeit steht noch nicht fest. Übrigens, es war bei einigen tatsächlich so, dass das Event gestern zum Release von Season 8 kurz aktiv war. Das war ein Fehler, war so nicht geplant. Am 4. ist es soweit. Das wollte ich nur noch mal sagen, weil auf Twitter kurz nach Start von Season 8 haben einige gepostet, das Event ist am Start und ich habe mich gewundert, Mensch, da war doch gar nichts. Wir fangen mit den Regeln an. Wie folgt, Locked and Loaded ist das Motto sozusagen oder so funktioniert der Modus. Wir starten sofort mit einer Mosambik, einem Level 1 Stock, einer Level 1 Optik. Alles eigentlich Level 1. Du hast sofort einen Rucksack Level 1, ein Körperschild, Backpack, Knockdown-Schild und so weiter. Dann hast du noch 2 Spritzen und 2 Schildzellen. Und alles, was weißer Stuff, also alles, was weiße Items sind auf dem Boden, ist deaktiviert. Wir finden mindestens blau und aufwärts. Das sind die Regeln. Das ist auf jeden Fall sehr, sehr interessant. Fangen wir an. So sieht auf jeden Fall das Hauptmenü in dem Event aus. Und wir sehen hier auch offiziell, wir können, wenn wir hier alles durchgepayt haben, die Heirloom-Shards freischalten. 150 an der Zahl. Logischerweise kannst du dir ein Erbstück deiner Wahl aussuchen. Die einzigen Skins, die ich hier jetzt nicht habe, sind die Waffenskins. Den einzigen Skin, den wir schon kannten, dürfte der Spitfire-Skin sein. Und ich möchte dazu bemerken, bei den meisten Skins, ihr werdet feststellen, das hat nichts mit dem Iron Crown zu tun. Nicht mal ansatzweise. Das sind Recolors von irgendwelchen Battle-Passen, Pässen, irgendwann mal aus irgendwelchen Events, aber nicht spezifisch, sondern querbeet durch die Events haben wir Skins. Und es ist nicht ein Recolor nur für das Iron Crown-Event, ist mir mal so aufgefallen. Also, wir fangen einfach mal an. Wir haben einen Wraith-Skin. Das ist
ist ein lilaner. Dann haben wir ein lila Bangalore-Skin. Da kommt aber noch ein besserer. Der ist ja schon seit einer Weile bekannt. Wir haben hier, ich glaube, System Override Event war es. Ist es ein Recolor von Gibraltar, der mega, mega edel ist. Dann haben wir ein Revenant-Skin. Wir haben ein Mirage-Skin, den ich wieder sehr, sehr genial finde. Ich glaube, der war auch aus dem System Override-Event. Dann haben wir, das war, glaube ich, der Tiger-Jade oder Jade-Tiger aus dem Battle Pass für Octane Recolor. Also ich habe nicht alle im Kopf, das muss ich gleich mal dazu sagen. Das ist zum Beispiel ein Recolor aus dem Iron Crown-Event von Watson, finde ich mega, mega edel. Dann haben wir hier, ich glaube, es war das Grand Soiree-Event. Ah nein, es war dasselbe Event wie mit Revenant, aber ich weiß nicht mehr, wie es hieß, für Krypto. Wir haben einen Bloodhound-Skin, der ist auch ultra, ultra edel. Ich finde die Kombination Gold, Rot, so ein bisschen Schwarz drin, ultra nice. Ebenfalls ein Recolor von einem Battle Pass-Skin. Ich glaube, es war Season 4, ich bin mir aber nicht hundertprozentig sicher. Lifeline. Dann haben wir, boah, ich glaube, das war Battle Pass Season 1 oder 2. Ein Core-Stick, auch sehr edel. Einen Loba-Skin. Dann haben wir, das ist der Bangalore-Skin, der gefällt mir wirklich ultra, ultra nice. Der wurde ja schon vor Wochen geleakt. Dann haben wir aus dem Season 6 Battle Pass, war es glaube ich. War es Season 6? Ja, ich glaube. Diesen Wraith-Skin. Oder das war es ein Event? Egal, scheiß drauf. Nicht weiter wichtig. Grand Soiree-Event, Recolor für Pathfinder. Dann haben wir noch einen Mirage-Skin, wie ich gerade feststelle. Noch einen Octane-Skin. Und wir haben noch einen Lifeline-Skin. Also, Bangalore ist auf jeden Fall nicht die einzige Legende, die mehrere Skins bekommt. Das könnte aber sein, dass das auch eine Mischung aus Recolors ist, die später noch kommen. Das muss nicht unbedingt sein, dass das alles hier, weil ich blende das nochmal hier ein. Hier sind so viele Sachen. Warte, jetzt muss ich mal kurz gucken. Doch, das passt. Bangalore ist zweimal drin. Bei den legendären Lifeline ist tatsächlich auch zweimal drin. Also passt. Das sind also definitiv alles Event-Skins. Wie gesagt, von den Waffen habe ich leider jetzt keine Bilder, bis auf die bekannten, die wir schon mal hatten. Das war es eigentlich im Groben und Ganzen. Was heißt, das war es? Das ist eine ganze Menge. Eine Viertelstunde Video, denke ich, dürfte es grob sein. Ich bin jetzt auf eure Kommentare gespannt, was ihr von den Skins haltet. Den Änderungen, die in Zukunft noch kommen sollen. Es wird auf jeden Fall sehr, sehr spannend. Lasst mich das alles in den Kommentaren wissen, was ihr davon haltet. Das soll es jetzt von mir gewesen sein. Daumen da lassen. Abo da lassen und danke nochmal für den Support in den letzten Monaten. Das war wirklich grandios. Wir sind jetzt schon kurz davor, wieder die 12.000er Marke auf YouTube zu knacken. Jetzt sind wir bei 2.000, knapp 600 Follower auf Twitch und auf Instagram sind wir bei fast 900. Also es läuft wirklich sehr, sehr gut. Danke an alle, die mich bis hierhin supportet haben. Ich hoffe, das geht so weiter. Ich wünsche euch jetzt noch einen schönen Resttag. Haut rein, bis zum nächsten Mal. Ciao.